Hallo und willkommen zu einem neuen Turniervlog. Da steht ja schon bereit, der Star des Tages. Wir düsen jetzt los nach München, bringen hoffentlich das sonnige Wetter, was wir die letzten Tage hatten, mit nach Bayern. Da hat es nämlich die ganze Zeit geregnet beim Aufbau, aber es soll jetzt zu dem Turnierwochenende schön werden und wir haben auf jeden Fall schöne Tage vor uns und nehmen euch mit und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hallo, ist er der bravste Beifahrer der Welt? Man merkt ihn einfach nicht, dass er hinten drin ist. Aber hast du was zu essen für mich? Du hast was zu essen. Wir holen uns jetzt was zu essen, Spazi. Nase rein. Doch, mein Titi. Wir sind angekommen, warten jetzt gerade hier auf Einlass, aufs Abladen und sieht ganz gut aus hier mit Parkplatz noch. Aber gleich erstmal Castro versorgen. Oh, wo sieht man ihn? Da sieht man ihn. Wir waren so unfassbar brav und artig und wir sind wirklich gut durchgekommen. Wir hatten zweimal kurz Stau. Oh, jetzt muss ich weiterfahren. So, wir warten jetzt kurz auf den Tierarzt, dass wir abladen können, dann wird er direkt Fieber gemessen, aber wir hatten an sich eine sehr gute Fahrt, sehr gut durchgekommen. Wir hatten zwei kleine Staus, jetzt hier noch mal ein bisschen Baustelle, dann sind es drei, aber einem so verdammt viel Glück, weil das war ein ganz frischer Unfall und nach uns wurde gesperrt. Wirklich eine Viertelstunde später und wir wären in der Vollsperrung gestanden. Also sehr viel Glück gehabt. Hallo Herr Moppi. Hallo. Darfst gleich runter. Wir müssen kurz auf den Onkel Doktor warten. Und dann sagen wir ihm, dass er ganz vorsichtig machen muss beim Chip auslesen. Dass du nicht wieder Angst bekommst. Die leidigste Aufgabe. Warte. Der Lenk ist schon zu reizend rein. Noch nicht, Kastor. Es gibt in der Box zwei Grashalme. Ja, und die suchst du, ne? Anstatt ein gutes Heu zu mümmeln. Naja, Paula holt gerade noch Wasser. Schrank ist da, alles schon mal aufgebaut. Vor dem Schrank Schlüssel, dann kann man hier auch das Halfter ordentlich aufhängen. Barnery rausholen, aber jetzt erstmal alles wegparken. Wie lange geben wir dem Eimer, bis er umgekippt wird? Ich glaube, ich bin jetzt völlig. Gott sei Dank ist hier auch alles geschottert, dass trotzdem Regen alles bis auf ein paar Pfützen alles gut trocken ist. Hänger ist auch eingeparkt, Auto ist weggeparkt, erstmal ist vorsorglich. Der muss dann noch woanders hin, aber jetzt gehen wir erstmal vor, Meldestelle und so erledigen und natürlich Wettcheck machen. Wir stehen im gleichen Stallzeit wie letztes Mal, ziemlich an der gleichen Stelle sogar. Ui. Er hat schon sein Abendbrot genascht und zuppelt noch die letzten Reste hier aus dem Heu raus, die er wieder verteilt hat. Ich kriege jetzt noch einmal meine Decke auf, weil es ist hier doch ein bisschen frischer als zu Hause und wenn es hier ein bisschen durchpfeifen sollte, ist er gut warm eingepackt. Und dann fahren wir gleich einmal ins Hotel rüber. Also meine Hotelbuchungen auf den letzten Drücker wie immer sind aber mal wieder wirklich top. Unser Zimmer ist, ich glaube hier, genau, hier geht es zur Straße raus, aber unser Zimmer, jetzt bin ich verwirrt, nein, hier geht es nicht lang. Es ist ein bisschen, ja, muss ja einmal ums Karree laufen, ist nach innen, in den Innenhof rein, richtig gut, richtig schön ruhig, also top. Und ich glaube, wir können morgen sogar mit dem Shuttle hierher fahren. Ansonsten haben wir ab morgen aber auch die Roller dabei. Aber jetzt heute mit den ganzen Koffern und so wollte ich alles einmal hier abgeladen haben. Ja, genau. So, da hinten rein ist unser Zimmer auch. Wenn das Video hier online ist, kann ich euch auch endlich die neuen Sorten vorstellen, die Y-Food jetzt wieder rausgebracht hat. Die Box kam nämlich bei mir an. Den Inhalt kann ich euch nicht mehr direkt zeigen, weil den habe ich natürlich schon ausgepackt.
und verzehrt, aber ich kann euch zeigen, was theoretisch drin war. Nämlich hier einmal die neue Fruity Mango Sorte und es gibt auch wieder Strawberry. Also das sind jetzt die beiden aktuell neu gelaunchten Fruity Sorten. Also das sind quasi die Lassis der vergangenen Zeit. Jetzt einfach mit neuem Design und neuem Namen. Und die sind einfach perfekt für den Sommer. Ich kann euch ja schon mal sagen, das bleiben nicht die einzigen. Aber die beiden kann ich euch schon mal empfehlen. Die sind so lecker, vor allem Mango. Es schmeckt einfach wie ein Mango-Joghurt. Super fruchtig und macht eben trotzdem ein sättigendes Gefühl, was nicht schwer im Magen liegt. Ich liebe es. Nein, ich bin im Magen. Es hängt ja noch alles. Aber es ist heiß komplett leer. Ich bin erstaunt. Also darüber würde ich nicht erschauen. Den hier unten zugeknotet, weil er das wahrscheinlich zu leicht aufgekriegt hätte. Der kleine Ganove. Oh. Hier ist der Tier. Wir müssen ein bisschen die Beinchen vertreten, mein Schatz. Dann kannst du auch weiter fressen. Hier. Erstmal müssen wir ein bisschen laufen. Aber beim Laufen ist er sehr, sehr, sehr motiviert gerade. Alter Schäde, da war ein ganz schöner Schritt drauf. Die Beinchen vorher immer erkunden. Und jetzt gibt es Frühstück für den Herrn. Und dann für uns. Oh, hast du hier einen Stich abbekommen? Wir haben ein bisschen das Gelände erkundet. Ich habe Paula einmal das gezeigt. Ryder hat hier schon mal kurz Hallo gesagt. Miss Pete auch. Und jetzt machen wir langsam fertig. So langsam müssen wir dich ja ein bisschen hübsch machen, Schatz. Ja, da ist nichts drin. Das ist absolutes Multitasking jetzt bei uns. Beamern, Stollen drehen und einflechten. Und süß sein. Bist du gut drauf, mein Schatz? Ja? Paula bringt Castor jetzt gleich vor und führt schon mal spazieren. Ich habe ja noch einiges Zeit, bis ich dran bin, aber ich muss jetzt schon mal Parkour abgehen. Sehr gut. Genauso wie du. Ja. Da Castor ja etwas verspätet in die grüne Saison gestartet ist, war das ja jetzt unser erstes großes Turnier und dementsprechend war es mir definitiv zu früh, die große Tour zu starten. Dementsprechend ist er ja eine einstellende Tour an den Start gegangen und es ging los mit einem 1,30 Meter Springen nach Fehler und Zeit. Und A und O war bei unserer Runde der Fokus auf dem Fluss, auf dem Positiven nach vorne, dass ich nicht anfange, irgendwie rückwärts zu reiten, sondern immer das nach vorne schön ausgleichen kann. Und genau das ist uns einfach perfekt gelungen. Wirklich von A bis Z in allen Distanzen schön fliegen lassen, in den
abgemessene Distanzen überall einen Galoppsprung weniger, weil ich so einen guten Fluss hatte und sogar damit wurde es an dem Wochenende teilweise eng in den Distanzen, weil er so einen guten Galopp jetzt auch unter mir entwickelt hat und das ist einfach so ein gutes Gefühl gewesen. Auch hier, ich kann richtig schön gegengaloppieren und muss nicht denken, ah okay, ha, müssen wir noch ein, sondern diesen Mut mitzunehmen hat uns hier in dem Parcours, in der ersten Prüfung richtig, richtig gut getan, überall schön durchgezogen, auch jetzt hier zu diesem Gelben, wo ein bisschen Wassergraben drunter ist, sieht man ein bisschen schlecht, auch wieder ein Galoppsprung weniger, sofort wieder den Fluss nach vorne gefunden, hier auch vorne rumgeritten, den Fluss durch die Wendung hier auf die letzte Linie, die jetzt gleich bevorsteht, auch wieder schön sichern können und es war einfach ein grandioses Gefühl, was wir mitnehmen konnten. Das hat so viel Mut und so viel Spaß gemacht und so viel Laune auf das Folgende an dem Wochenende gemacht. Das kann ich euch gar nicht sagen. Also ich glaube, wir könnten nicht zufriedener sein mit dem ersten Start hier. Er war grandios, gut. Ein kleines bisschen mal so ein bisschen in die Zuschauer geguckt, wenn es so auf die Tribüne zugesprungen war, weil auch irre viele Leute da waren. Aber so toll geflogen, überall ein weniger in den Distanzen. Na, meine kleine Graspause für den Schatz, der hat gerade richtig gedüst. Und dann haben wir gleich ein kleines Meet and Greet bei Rider Steel am Stand. Freue ich mich sehr drauf. Ich muss ein kurzes Aufwärmpäuschen machen, während Paula nochmal mit Castor spazieren geht. Wir hatten gerade Meet and Greet bei Rider Steel am Stand und es war so schön. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt was gefilmt wurde. Auf jeden Fall waren super viele von euch da und es ist so schön. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dass ich es irgendwie total krass finde, dass in München irgendwie so ein großer Teil unserer Community ist. Weil eigentlich hatte ich ja nie jetzt so regional was mit München zu tun hat. So manchmal eben so Pferd Inter oder so jetzt die letzten Jahre. Aber ja, jetzt nicht, dass ich hier viel bin oder so. Aber ich weiß nicht, irgendwie sind super viele von euch hier aus der Region und das ist so schön, dann euch hier zu treffen und teilweise auch immer wieder zu sehen, die Jahre. Und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Es war total schön, auch mit Os, also dem Co-Gründer von Rider Steel, gerade noch ganz viel gequatscht. Und jetzt wurde es ganz schön kalt. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, einmal aufwärmen, einmal Kasten noch versorgen und dann fahren wir jetzt kurz ins Hotel rüber. Eigentlich hatte ich ja geplant, dass wir das Auto gar nicht brauchen und Roller zum Hotel immer so hin und her fahren können. Aber es ist gerade wirklich frisch. Also es ist nicht kalt, aber wenn man steht und es geht so ein bisschen Wind, die Sonne ist gerade weg, ist es einfach schon ganz schön kühl. Und deswegen müssen wir uns ja gleich einmal schick machen. Nachher ist ja noch der Welcome-Abend, wo wir eingeladen sind. Und mit Dirndl dann bei den Temperaturen mit einem Roller hierher zu fahren, das ist keine gute Idee. Hierher zu würde vielleicht, nee, eigentlich auch das würde schon nicht gehen. Auch das ist schon arschkalt. Und dann in der Nacht nach, also nee. Deswegen lassen wir das. Und fahren jetzt einmal im Auto hin und her. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, dass wir sogar Shuttle fahren können. Nachher zum Hotel. Muss ich mal gucken, wie wir das dann jetzt am schlausten für heute Abend lösen. Aber dann versorgen wir eben jetzt Castor nochmal so weit. Gehen nochmal spazieren. Dann müssen wir nämlich nachher dann nur noch schnell füttern. Und können dann auch den Welcome-Abend und müssen dann nichts mehr großartig erledigen, dann ist jetzt schon mal alles gemacht. Wir sind sehr gut in der Zeit, deswegen kann Kasse noch mal ein paar kleine Snacks hier mitnehmen. Paula macht in der Zeit die Box noch mal ordentlich. Zäpfchen sind drin, Stollen sind drin und dann können wir dann gleich satteln. Ich gehe jetzt schon mal vor, Paula bringt gleich Kasse mit. Die beiden sind schon Schritt gegangen, während ich abgegangen bin. Oh wow, wie hübsch du aussiehst! An Tag 2 stand ein internationales Zwei-Phasen-Springen auf dem Programm. Das heißt, man kann die erste Phase erstmal ein bisschen in Anführungszeichen gemütlicher reiten. Und die Zeit von der zweiten Phase ist in dem Fall entscheidend. Man nimmt tatsächlich in dem Fall jetzt hier die Punkte aus der ersten Phase mit. Also auch wenn man einen Fehler hat,
reitet man einfach weiter jetzt in dem Fall der Ausschreibung und am Ende zählen beide Punkte zusammen aus den beiden Phasen, aber die Zeit aus der zweiten. Für mich ganz wichtig, aber nicht zu denken, ach, ich brauche nicht so viel, ich kann einen Bogen größer reiten, sondern genau diesen Fluss, genau dieses immer ein weniger reiten wollen, nach vorne ausgleichen, Galopp und Schwung und Fluss mitnehmen, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst zuppel ich mich immer zusammen und denke, ach nee, komm, wir reiten noch ein und ach hier, nee. Genau dieser positive Angriff ist für mich ganz, ganz wichtig im Kopf. Auch hier wieder ein Galoppsprung weniger in die Kombination. Und ihr habt ganz, ganz, ganz leicht da hinten gerade eine Stange fallen sehen. Hat ein bisschen dicht dann die Distanz reinbekommen. Aber die Stange ist so leicht gefallen, dass ich sie gar nicht mitbekommen habe. Dementsprechend bin ich auf positiven Angriff schön weiter nach vorne geritten. Die zweite Phase, weil das war dann genau der Übergang zur zweiten Phase danach. Das war die letzte Aufgabe in der ersten. Und auch hier konnte ich den Fluss schön mitnehmen. Habe nirgendwo irgendwie einen Galoppsprung mehr geritten. Habe mich auch hier für die vorne enge Wendung entschieden zu dem Bemer Ochse. Konnte da eine tolle Distanz finden. Und auch zum letzten richtig schön wieder einen Galoppsprung weniger. Große Distanz hier zwar von hinten nicht so zu sehen, aber super fliegend über den letzten. Ich habe mich so gefreut. Und dann kam die Aussage, dass ich 4 Fehler habe. Und ich dachte, was? Nein, das kann doch gar nicht sein. Wieder im Auto, wieder am Aufwärmen. Und ich nehme jetzt gleich einmal meine dicke Jacke mit. Zum Glück habe ich den Mantel mitgenommen. Es ist heute wirklich ganz schön frisch, es soll aber jetzt zum Wochenende so schönes Wetter werden mit bis zu 27 Grad und Sonne und richtig toll. Also wenn die Sonne noch ein bisschen rauskommt heute, wird es auch noch schön angenehm, aber so ohne ist es gerade ganz schön frisch. Paula ist gerade noch mit Casso kurz spazieren und dann wollen wir einmal zur Dressur rüber gucken. Da ist Jessie dann gleich dran. Das ist halt das Schöne hier an der Pferdinter. Es sind ja so viele Disziplinen. Ich werde euch auch gleich nochmal, wenn wir so ein bisschen rumgucken, von den anderen Bereichen ein bisschen was mit Filmen, weil es ist ja so viel mehr als nur der Springplatz, obwohl der ja schon gigantisch geil ist, gibt es ja noch so viel mehr zu erleben. Mit der Runde heute Morgen bin ich so unglaublich zufrieden. Es war so ein Spitzenfluss wieder von A bis Z, von Start bis Ziel. Immer schön nach vorne, die Distanzen überall ein weniger, einfach richtig den Galopp mitgenommen, alles schön fliegen lassen. Es war wirklich ein geiles Gefühl. Und diese Stange an 7a habe ich nicht mal mitbekommen. Die ist so leicht gefallen, dass ich die nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe mich so gefreut über die Runde und dann im Ziel so 4 Fehlerpunkte. Ich denke mir, hä? Was? Kann doch gar nicht sein. Wo ist denn jetzt eine Stange gefallen? Hä? Oh, das war sehr ärgerlich. Das ärgert mich auch immer noch. Also es war ja so eine ganz leichte, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber es war so ein Downer. Aber ich habe schon zu Paula gesagt, am Ende war es aber jetzt wahrscheinlich gut, dass es so war, dass ich das nicht mitbekommen habe und eben so auf Angriff sozusagen weitergeritten bin ins Ziel. Ja, in dem Glauben, also wäre auf jeden Fall noch eine schöne Platzierung wieder geworden, naja, in dem Glauben, dass ich halt null bin, weil sonst wäre ich, das war genau am Ende der zweiten Phase, die zweite Phase anders geritten als ich jetzt geritten bin. Also wäre ich halt wahrscheinlich nicht so nach vorne geritten, sondern hätte gedacht, ach, da muss ich jetzt nicht hier eng rumreiten, ach, da muss ich jetzt da nicht. Und so war es jetzt genau das richtige Training. Und dann haben wir hoffentlich morgen die leichte Stange nicht. Und es bestätigt einfach immer mehr, dass wir uns jetzt inzwischen so gut kennengelernt haben und auf so einem guten Weg sind. Diese ganz leichte kleine Stange da ist überhaupt gar nichts Schlimmes. Ich kann inzwischen ganz anders reiten und komme zum Reiten und fühle mich sicher und er fühlt sich sicher mit mir. Also es wird richtig gut. Through where we might.
Something else that sets the stage. Can never blame a heart that makes the choice to do the best of what we find. If we could see through a million eyes, if we could see the wounded truth in everything, if we could listen to the rolling of the dimes, if we could hear a thousand voices when they sing, when they sing. Du wirst uns kein Hindernis. Schau mal hier die Hand, die eng genommen. Wunderbar. Nachdem er ja viel gerastet ist, war. Vorne macht in der Zeit die Box fertig, streut auch einmal neu ein und dann kann er frühstücken in Ruhe. Aber wenn er dann spaziert, hat er immer einen ganz schönen Schritt drauf. Da muss man schon flott gehen dann. Unsere Prüfung ist ja heute erst 17.30 Uhr, das heißt viel spazieren, viel grasen. Tüdeln zwischendrin erstmal, reiten mache ich nicht vorher. Wir wollen ja nachher die Energie haben. Das haben wir auch von letztem Jahr gelernt. Nicht gut. Für den ist es wirklich besser, wirklich nur betüdelt und gestreichelt und ummuttert zu werden und dann nur zur Prüfung zu reiten. Es ist traumhaft schönes Wetter. Ich habe schon eine Jacke ausgezogen. Die andere muss ich theoretisch noch ausziehen, aber ich brauche auch irgendwie Jackentaschen für meinen Kram. Naja, vielleicht finde ich noch irgendwo eine Weste, die ich mir nehmen kann. Aber jetzt gucke ich erstmal nach Castro und gehe wieder spazieren. Ich habe eine sehr gute Lösung gefunden. Das geht doch perfekt. So, jetzt wird es langsam ernst. Ich werde es langsam einflechten, fertig machen. Paula guckt sich noch kurz einen Teil von dem Speed Trail an und dann kommt sie auch mit her. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bibi, du musst aufstehen. Bibi, hast du nochmal ein Schläfchen gemacht? Hast du Kraft getankt? So, einmal übergeputzt. Jetzt ist hier wieder Multitasking mit Bema-Decke. Gemaschen, die wechsle ich dann gleich. Die ist ja nur 5-Minuten-Programm. Die Bema die 15 Minuten, dann kommen die hinten ran. Und ich zauber hier schon mal ein paar Zöpfchen. Das ist nämlich echt traurig. Der hat sich mit dem Halsteil so die Mähne kaputt gemacht. Das ärgert mich richtig. Also man sieht hier, wie es schön nachwächst. Aber die drei Haare hier immer in Zöpfe zu kriegen, ist halt echt... Hier vorne ist alles super. Aber das ist eine Katastrophe. Unser Finale der Tour am Samstagabend, ihr seht es im Hintergrund, war vor vollem Haus. Es waren richtig viele Zuschauer da. Und das war auch schon gleich so ein tricky Knackpunkt zu Sprung 1. Ihr seht, es geht hier direkt an der Tribüne entlang
Und dann kommt man hier relativ blöd um die Ecke. Die Pferde nehmen den Sprung sehr spät wahr. Da gab es schon ganz schön viele Fehler an Sprung 1. Generell, ich glaube, es gab nur 3 Null-Fehler-Ritte. Also es war wirklich ein anspruchsvoller Parcours. Aber solche Parcours liegen mir ja eigentlich, weil ich dann aktiv reite und mehr nachdenke und nicht denke, ach, das ist schon okay für uns. Aber auch hier konnte ich wieder schön nach vorne alles ausgleichen, super Fluss mitnehmen und war dann zwar hinten raus so ein bisschen dicht, aber er passt da unglaublich gut auf. Wichtig ist, dass ich nicht zurückreite, sondern immer den positiven Fluss erhalte. Und das ist uns hier auch wieder sehr, sehr gut gelungen mit dem Einstieg. Auch hier ist ein Knopfsprung weniger und trotzdem wurde es ein bisschen eng da zu 6. Jetzt haben wir leider eine ganz leichte Stange da an der B, an der 7B. Leider habe ich aber kein Video, wo ich das richtig sehe. Also überall, also man sieht, es ist so ein bisschen nicht ganz zu Ende gesprungen, aber immer ist entweder ein Sprung oder ein Zelt davor oder es ist von hinten. Also leider habe ich das nie ordentlich sehen können, was da das Problem war. Ein bisschen schade, einen kleinen Ticken mehr zu Ende springen müssen. Aber gut, mit dem einen Fehler wäre ich noch richtig, richtig gut gewesen. Deswegen habe ich gedacht, okay, einfach flüssig weiterreiten nach vorne. Das ist nicht schlimm. Damit können wir noch eine sehr gute Platzierung mitnehmen, weil es eben so viele Fehler gab. Und dann haben wir leider an dieser Stange, habt ihr gesehen, eine Stange noch einen Fehler mitgenommen, weil die Pferde das ganz, ganz, ganz schlecht sehen können. Da hätte ich ein bisschen anders ranreiten müssen, hätte ich ihn aufmerksamer machen müssen und das nicht einfach nur in den Fluss einbauen sollen, weil diese Längsstreifen mit diesem Dunkelrot kombiniert, ist ganz, ganz schwer einsehbar für die Pferde, ganz schwer einzuschätzen. Super schade, aber das wissen wir fürs nächste Mal. Wir haben ja heute noch den Sonntag vor uns. Hallo? Und das bedeutet für Kasper ganz normal, ganz viel spazieren, grasen, kuscheln und wir werden jetzt auch dann gleich erstmal was frühstücken. Das Wetter ist herrlich, wir sind sogar sommerlich angezogen und wir haben ja noch die Bema Riders Tour heute, die wir begleiten. Dementsprechend kommen wir danach erst los, das heißt es wird eine lange Nacht, eine lange Fahrt noch, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und während wir weg waren, hat Paula hier schon alles vorbereitet, einmal noch die Box übergemistet, Heu und Wasser aufgefüllt und stopft gerade schon das Heunetz für nachher einmal nach. Und dann können wir jetzt erstmal schnell was frühstücken. So, Pass ist schon mal geholt, Abrechnung gemacht. Ich kann aber hinten noch nicht wirklich was vorbereiten am Auto, am Hänger beziehungsweise halt alles einpacken und parken oder so. Vielleicht später, aber jetzt stehen da einfach noch zu viele LKWs im Weg. Da komme ich gerade wieder raus, noch habe ich einen Platz. Castor ist schon fast allein auf weiter Flur, aber so brav. Wir verladen jetzt alles ganz schnell, dass wir ganz schnell nach Hause kommen. Ich dachte eigentlich, dass wir eine Stunde früher fertig sind mit allem. Aber so ist das manchmal. Wir verlieren jetzt keine Zeit mehr. Los geht's! Oh Gott, ich muss lenken! So, gut. Ein Hoch auf den Sattelschrank. Der ist so leicht wegzukriegen. Letztes Jahr zur Abfahrt hat es so geschüttet wieder. Und jetzt ist es richtig warm. Und zack, zerab. Haben wir zu zweit den Schrank hochgekriegt. Das Gute ist, Paulas Hänger ist relativ flach. Also mit Hänger geht es ganz gut zu zweit. Und mit Transporter wird es nur immer schwierig, weil der halt viel steiler ist. Und da kriegt man es jetzt nicht hoch, außer man hat einen starken Mann dabei. Weil man kann halt auch nicht sonst wie viele Leute ja vom Platz her hier hinten zum Schieben haben. Aber so hat das super gepasst. Ein kleines Bestechli und wenn da drauf steht ein Belloni, steht auch schon bereit. Und hier hat sich schon gut gelichtet, sodass wir jetzt schnell aufladen und los können. Getankt habe ich vorhin auch schon. Und dann warten hoffentlich, ich habe noch gar nicht reingeguckt, ob es irgendwo Probleme gibt. Knapp 6 Stunden hoffentlich Autofahrt auf uns. Das heißt, wir werden so Mitternacht rum ankommen. Müssen wir auf jeden Fall zwischendrin noch irgendwie Energy holen. Ohne wird es nicht gehen. Ich habe jetzt schon immer Cola und Kaffee getrunken, weil das hat eine gute Langzeitwirkung bei mir dann immer hinten raus zu.
Aber zu viel Kaffee kann ich auch nicht trinken, da kriege ich Bauchschmerzen. Aber mit Cola geht das gut. Aber wir holen hoffentlich jetzt kommende Woche auch unseren neuen Transporter ab, also unseren alten aus der Werkstatt am Wochenende, wenn das alles funktioniert. Das sollte eigentlich optimalerweise so klappen, dass wir das verbinden können. Und dann unseren neuen die Woche irgendwie. Da versuche ich auch noch, das mit einem Training zu verbinden, wenn wir eh hochfahren. Freue ich mich sehr drauf, weil dann haben wir jetzt dann halt auch mehr Möglichkeiten, Pferde zu transportieren. Und das ist ja dann noch mit Hengstabteil. Das heißt, das ist auch einfacher, dass ich Chrissy und Castor zusammenfahren kann, weil auch wenn die Hengste so im Umgang und so brav sind, es sind halt trotzdem Hengste. Also das darf man einfach nicht unterschätzen. Und lieber Vorsicht als Nachsicht. Wenn man da dann irgendwelche blöden Zwischenfälle, Unfälle hat, braucht nicht sein. So hat man auf jeden Fall deutlich mehr Sicherheit. Und dann kommen die beiden. So, also keine Zeit verlieren, aufladen. Moppi! Los geht's! Bitte schön. Da. Nein, da, Tim! Hallo! Hui! Tippitoppi! So funktioniert das nämlich auch alleine. Er mag nämlich alleine fahren immer nicht so gerne. Aber es ist halt praktisch, er ist ja super bestechlich. Und wir haben deswegen auch vorne immer die Stange und die Tür offen. Dann laufen die nämlich besser durch. Moppi, du musst jetzt aber ein bisschen zurück. Jetzt stehst du schon sehr weit vorne. Ja. Finally zu Hause angekommen. Eieiei, es war eine längere Fahrt als gedacht. Aber Hauptsache alle wieder gesund und heile zu Hause. Und es ließ sich trotzdem gut fahren. Das ist die Hauptsache. Und ich glaube, ich bin jetzt über meinen Müdigkeitspunkt ordentlich drüber. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich schlafen. Aber erstmal noch schnell Castor versorgen. Aber da ist alles schon vorbereitet. Futter ist schon im Trog. Das heißt, wir laden jetzt bloß ab und stellen ihn einmal rein. Und der hat dann jetzt die Gamaschen gleich nochmal über Nacht dran. Jetzt auch nach der langen Fahrt ist das ganz gut. Und dann kann er gut schlafen.